Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade tödliche Dehydrierung und kriege, glaube ich, auch nirgendwo was weg gerade. Ich gucke mal ganz schnell, ob ich hier noch irgendwo da hinten waren welche. Kokosnüsse kriege, um ein bisschen raus zu trinken. Aber das Problem ist, also ich könnte natürlich den Wassersammler machen, aber es hat jetzt bisher, seit wir unterwegs sind, keinen Tag geregnet. Und es ist halt schwierig, dann lauf, lauf, lauf. Alles andere kannst du gleich machen. So, nimm dir hier die Wasserdinger. Zwei Stück. Das geht. Sehr gut. Herstellung. Zwei, das geht. Sehr gut. Und dann Inventar und trinken. So. Jetzt geht's dem auch ein bisschen besser. Problem ist halt immer noch, wir haben hier den Skorpionstich. Was macht denn der? Verschlechtert meine Schlafqualität. Okay. Ja gut, dann ist nicht so schlimm. So. Trotzdem scheiße, aber es ist jetzt kein Weltuntergang. So, dann würde ich sagen, lesen wir jetzt das Buch. Finally. Finally lesen wir jetzt das Buch. Da brauche ich den Hammer ja für. Kann ich den jetzt nicht machen? Herstellung? Werkzeug? Hammer? Ah, scheiße, ich habe den letztes Jahr verbrannt. Dumm. Einfach nur dumm. Essen, auf jeden Fall kein Fehler. So. Cool. Wildschweinhaut kann rüber. Inventar ist voll. Liane haben wir noch eine. Das haben wir aber nicht mehr dafür. Lianenseil. Okay. Lianenseil nehme ich mal her. Langer Stock nehme ich mal her. Herstellen. Nahkampfwaffen. Hölzerne Harpune, hölzerne Speer, ja, das würde ich gerne machen. Langer Stock, normale Werkbank, okay. Haus, Maschinen, normale Werkbank. Brauche ich nur ein paar Ästchen für? Nice. Dann machen wir die doch. Dann kommt die hier dran, ich weiß jetzt nicht, wo da vorne ist und wo hinten. So. Platzieren. Ästchen können wir holen, ist kein Problem. Hammer, ich brauche große Äste. Wird schwieriger. Jetzt packen wir alles mal weg, was wir jetzt hier nicht von brauchen. Frische Haut brauchen wir auch nicht. Ah, okay. So. Essen haben wir. Wir brauchen, oh, wir brauchen Blätter. Das ist aber nicht schlimm, die kriegen wir hier. Brauchen nämlich von denen ein paar. Feuer aus, ja. Okay. Dann gehe ich hinten hin. Ich kann doch da hoch. Ich gehe mal da hoch. Wenn mein Schakalfreund da ist, muss ich wegrennen. Gegen den komme ich nämlich jetzt gerade nicht an. Hier Äste. Mehr brauche ich gar nicht. Oh, hier Äste. Können wir gleich mal ein paar sammeln fürs Feuer. So, die hier auch noch? Ne, okay, die nicht. Können wir sie hier sammeln fürs Feuer? Wir können uns eine Bandage machen. Und dann überleben wir das nämlich auch. So, erstmal hier Äste. So, neue Bauplan wird freigeschaltet. Feuer sollte 13 Stunden brennen, gut. Geschafft, cool. Davon würde ich gerne mal... Wo ist das? Habe ich jetzt meine Bananenblätter? Da. So. Again. Gegen alle Art von Wunden. Davon würde ich gerne zwei machen. Oder drei sogar. Und ich habe das Eukalyptus noch hier drüben. Und das sind Tabakblätter. Eukalyptus habe ich nicht. Okay. So, Inventar. Gut. Ich glaube, damit geht es jetzt ein bisschen, also geht es ihm jetzt ein bisschen besser als der Mann. Packen wir die hier rüber, die wiegen am meisten. Gucken wir, was wir hier haben. Steinspeer. Platzieren. Arbeit. Einen positiven Effekt verloren. Dann stoppen wir mal kurz. Inventar. So, weiter geht's. So, now we're talking.
wenn den Holzspeer noch hier für Krabben und so benutzen, bis der kaputt ist. Was haben wir hier? Obsidiansäge, Steinsäge. Harpune mit Stoßzahn. Lianengürtel. Bogen. Und Blätterbandelier. Ich werde einen zusätzlichen Munitionsslot, okay. Bambusbandelier. Verbesserte Schiffsreparatur, Obsidian-Axtklinge, Obsidian-Messerklinge. Okay. Wir haben Steinspeer, das reicht mir. Den Hammer können wir nicht machen, stimmt, da war was. So, das hier kann ich jetzt aber mal wegmachen. So. Cool. Das klappt tatsächlich besser, als ich dachte. Lange Stöcke brauche ich jetzt nicht. Da würde ich dann lieber das hier nehmen, das kann ich mir auch einfach wegmachen. Steinspeer ist klar, den behalten wir aber erstmal, bis der hier kaputt ist. Frische Haut ging nicht rein. Frische Haut wiegt aber 5. Gut, dann lieber frische Haut dahin. Use. Essen. So, lesen. Wir lesen. Vorgang pausieren, was? So. Angeln. Schaltet Rezept Laubköder frei. Okay. Und was brauchen wir jetzt wieder? Trinken. Bewölkt, okay. Ja, trinken ist halt echt ein Problem. Wir haben auch halt nichts. Der Krabbe, okay. Wir haben keine Möglichkeit im Moment an Trinken zu kommen. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, wie lange die Kokosnüsse brauchen. 12 Tage, 13 Tage. Oh, shit. Die brauchen halt echt lange. Und Salzwasser auskochen und filtern kann er halt auch nicht. Man irgendwie sagen könnte, macht das halt. Hier ist noch eine Dattel. Ja, warum nicht? Wenn sie da so einsam hängt. Hier kriegen wir nur das. Kleine Palme. Chinesische. Kleine. Kleine chinesische. Gehen wir halt noch einen Strand weiter und gucken da. Aber da müssen wir ganz dringend arbeiten an der Wasserversorgung. Dass das aufhört. Ah, hier finden wir auf jeden Fall was. Du nicht? Ja, auch nicht. Du bist ein Dattelpalme, oder nicht? Kleine Palme, okay. Die Kuripalme. Ist hier keine Kokospalme mehr, das wäre schlecht für mich. Du bist eine, ne? Kokospalme. Was? Kein Werkzeug erforderlich. Kein geeignetes Werkzeug, Schneidewerkzeug, Herstellung. Was geht hier? Laubkörbe. Laubköder. Hm, lesen. Gemachte Angelköder, okay. Das Meersalz. Salzwasser. Cool. Ich brauche Stein für Werkzeuge. Das hier, naja. Ich sehe nichts, ich sehe überhaupt gar nichts. Ich höre Tiere, aber ich sehe nichts. Oh, oh. Gut, dass die vorne aufleuchten. Aber wir können halt jetzt auch nicht schlafen. Das ist das Problem, weil wir halt Durst haben. Ah, ich finde den Steinhaufen nicht. War doch hier, oder nicht? Da ist das Obsidian-Ding, oder? Nee. Okay. Das ist schlecht. Ah, da hinten ist ein Stein. Egal, dass es ein großer ist. Was ist das? Dunkel. Verletzungsgefahr ist höher. Okay. Scheiße. Wir brauchen Wasser, sonst können wir nicht schlafen gehen. Sonst können wir das Schlafen vergessen. So, jetzt nicht mehr rennen. Schön vorsichtig hier durch.
So, gut, dass die highlighted werden. Das ist sehr nett vom Spiel. So. Steine herstellen. Hier ganz unten Steine herstellen. Du Kackbuhn. Hab ich bei der Arbeit verletzt? Ne? Kannst du das trotzdem nochmal machen? Oder ist jetzt ganz schlecht bei dir, Kollege? Brauchst trinken, ne? Gut. Dann machst du da bitte einen Steinschneider draus. Sehr schön. Und damit holst du jetzt die runter. Geht doch. So, Inventar, Herstellung, Inventar, Herstellung. Das hier. Das hier auch. So, Kokoswasser trinken. Essen, essen. Essen, essen. So. Jetzt wird es auch schon wieder hell. Wir haben genug Energie. Können uns ein bisschen ans Fischen setzen und nochmal hier ein bisschen. Muss ich aber hier welche mitnehmen, glaube ich. Und nochmal hier ein paar, falls ich noch breite Blätter habe, ein paar Verbände machen. Die schützen mich ja auch dann vor den Schnitten. Irgendwann versorgen die dann. Ich weiß aber nicht, ob wir eine haben. Also noch so ein breites Blatt. Die kriegen wir auch nur von den Dschungelpflanzen irgendwie. Von diesen großen, also breit gefächerten, nicht großen, so. mal gucken. Erstmal zurück zum Lager, vielleicht noch 2-3 Stündchen schlafen, dass wir ein bisschen weniger Erschöpfung haben. Zum Sonnenaufgang kann man ja gut noch mal ein bisschen pennen. Dann. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn man jetzt mal gar nichts herstellen würde, aber ich finde, die Tage vergehen ein bisschen zu schnell. Ja, Leute, hallo. Scheiße, wir haben keinen. Doch, wir haben noch. Oh, wir haben noch welche. So. Brennstoff. Zunder. Nicht. Kein geeigneten Gegenstand. Cool. Schlafen? Nee. Nicht 8 Stunden. 2 Stunden. So. Die Energie reicht für den Tag. So, was hast du noch? Dein Anzünder ist kaputt, sagst du? Kannst du ihn reparieren? Nö. Sehr gut. Also, das ist, der Typ kann jetzt nicht so viel, kann das sein? Gehen wir jetzt halt zurück, zwangsweise. Obwohl, Äste können wir hier holen. Hier wurde schon, da sind noch 3 Stück dran. Wir holen jetzt mal wieder, ich glaube, wir haben alle abgegrast hier vorne. Wir holen jetzt mal wieder ein paar. So. Und davon nehmen wir mal auch mal ein paar mit. Genauso wie die Steine. So. Dann können wir nämlich unser Feuerchen machen und das machen, was ich geplant habe. Ist das da drüben eigentlich ein Haus? Also hier da, ich zeig's mal mit dem Speer. Das hier. Ist das ein Haus? Das sieht schon krass danach aus. Klong. Sorry, ich brauche auch mal was zu essen. So, jetzt aber 12 Stunden, 13 Stunden. Vor allem Feuerstarter, doof. Herstellung nicht, Inventar, reparieren, ja. So. 13 Stunden, das geht alles. Feuer machen Level 4, sehr schön. Braten wir uns mal so eine Krabbe an. Da haben wir ja nichts von. Dann hier die noch. Kann ich nur einen von machen. Alle Art von Wunden. Ja, Inventar. So. Gut. Jetzt sind wir aufgeschmissen. Hilf gehen. Achso, weil Maximalkapazität, okay. Warten eine Krabbe. Sagt die Uhrzeit. Hälfte des Tages ist rum. Ja, Hälfte des Tages ist rum. Toll. Geh mal ein bisschen zurück. Ist hier irgendwo in der Nähe ein großer Baum? Muss ja eigentlich. Oder ich stelle mich da oben drauf oder so zum Kartografieren. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Gucken, ob das geht.
Wir brauchen ja keinen großen Baum, das, okay, das geht ja ohne. Das Einzige, was halt uns eindämmt, ist die, die Höhe. Wir brauchen möglichst viel Höhe. Der Baum hat so ungefähr 130 Meter. So, wenn ich jetzt hier kartografiere, haben wir aktuell 36 Meter Höhe. Das ist halt ein bisschen wenig. Geht's, Kollege? Nö. Okay. Ich merke schon, Klettern ist nicht so dein Fachgebiet. Da komme ich auf keinen Fall hoch. Da könnte ich aber hochkommen. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Oh. Was ist das denn? Ein Orangenbaum. Geil. Wie lange braucht der? 17 Tage? Okay. Orangenbaum, ja. Nehme ich alle mit. Hab ich nicht gesehen. Die geben safe Wasser. Die geben safe Wasser. Cool. Hier unten ist noch einer, den nehmen wir auch schön mit. So. Können wir uns mal ein bisschen vollpumpen mit dem Wasser. Oder? Was geben die? 10 Wasser, ja. So. Da haben wir noch ein bisschen was für die nächsten 2-3 Tage. Das ist auch sehr gut. Dann würde ich gerne noch... Ach, das nehme ich mit. Was ist das? Kamille? Kamille. Nehmen wir auch mal mit. Bisschen Heilung. Stumpf gibt uns nur einen Baumstamm. So, Kamille. Was ist Kamille? Da war Kamille. Hab mich gewundert, weil es so viel war. Das sind ja einfach nur Deko, ne? Ja, schade. Ich finde, von sowas sollte man auch... oh nein. Ist gerade ein Blattumhang kaputt gegangen. Aber ich kann ihn reparieren. Sieht der ihn automatisch wieder an? Nee. Oberkörper. Das reparieren? Nö. Gut. Also, nicht gut. Ich dachte, vom Angreifen von den Viechern geht das vielleicht kaputt, aber das geht einfach so schon kaputt. Das ist, richtig Käse. Kommst du da hoch? Bitte komm da hoch. Danke. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Komm, 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 komm. Du schaffst das. Ja, ja, nee. Hoch da. Los. Da kommt er, glaube ich, nicht hoch. Ein bisschen auf Ressourcen warten. Hier, Ausdauer. So. Nee. Komm schon. Komm. Oh, nein, nein, nein. Oh. Okay, nicht runtergefallen. Nee, schade, dann komme ich da wahrscheinlich nicht hoch. Wohl doch, da hinten kommt man bestimmt hoch. Sagt der Tag. Okay, der geht noch. Ist nur bewölkt. Von da oben würde ich wahnsinnig gerne einmal kartografieren. Kommen wir hier vorbei? Komm schon. Dann sammeln wir mal Ausdauer. Habe ich Ausdauer? Jo. Komm schon, komm schon. Nee, nee. Schade. Merken wir uns fürs nächste Mal. Eine Sekunde. So. Da bin ich wieder. Dann gucken wir mal. Vielleicht sehen wir auch nochmal irgend so einen Baum. So, erstmal hier gucken. Da habe ich das Gestrauchel durch. Geht ja easy. Da vorne ist so eine Pflanze mit breiten Blättern, die können wir uns mal mitnehmen. Brauchen wir ja händeringend. Oder ist das nur eine Deko-Pflanze? Bin mir nicht sicher. Okay, ist nur eine Deko, aber es wäre auch keine mit breiten Blättern gewesen. Aber hier sind Bananen, oder? Sind doch Bananen, ja. Geil. Da kriegen wir nicht auch solche Blätter. Grüne Banane, okay. Wir ernten erstmal die Reifen. Ernten wir mal eine grüne. Jetzt gucken wir mal, was die macht. Inventar. Herstellung haben wir was Neues gelernt. Essen. Gebratene Banane. Das können wir mit den grünen machen. Die gelben essen wir einfach so. Zeig mal, was die grüne macht. 3, 1 und wahrscheinlich Verdauungsgedöns. Okay. Eine essen. Dann nehmen wir mal grüne mit. Vom Rest. Würde ich tatsächlich nochmal einmal ganz mitnehmen.
Das reicht mir. Inventar sagt auch, dass es ihm reicht. Ich bin schon ziemlich voll. Auch eigentlich auch nur die breiten Blätter und die habe ich jetzt. Kann ich das kaputt machen? Fällen? Passt. Ah, Zunder. Schlange. Ja, chill, ich höre dich doch. Ich komme doch gar nicht zu dir. So. Hat eine Biene gehört oder so? Geh auch nicht, okay. Also der Weg geht da lang. Da vorne laufen Hühner oder so. Ich weiß es nicht genau. Da geradeaus ist was auf diesem Holzding da. Da. Mit dem Speer, ne? Sind relativ überladen. Der Abend neigt sich dem Ende. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Ist immer wieder krass, wie klein das ist. Wir sind irgendwo hier gestartet, 3 Meter gelaufen und waren jetzt ja in den Bananen. Ja, wir gehen wieder zurück. Ich glaube, das ist hier so ein Kurzohr-Kollege wieder. Kein Hühner. Und werden uns dann damit begnügen, da hier jetzt erstmal durchzulaufen. Okay, da, okay, da, okay. Komme ich hier gar nicht durch? Echt jetzt? Doch. Oh, knapp. Okay, das ging gut. Gehen wir mal ganz entspannt hier hoch. So. Sind wir auf der Steinbrücke? Nein, aber fast. Geil. Ja, hier kommen wir doch da hoch. Easy going. Ja, dann erkunden wir das noch. Ich würde gerne normal runtergehen, bitte. Nein, nicht hoch. Oh. Bisschen Gesundheit sammeln, statt ständig welche verlieren, wäre mal eine gute Alternative. Dann können wir noch ein bisschen das Gebiet kartografieren. Ja, da kommen wir jetzt gut hoch. Natürlich noch besser, wenn wir da oben wären, aber scheiß drauf. Gehen jetzt hier auf die Spitze. Komm schon, ganz auf die Spitze, Kollege. So, aktuelles Wetter bewölkt. So. Ich glaube, das hier ist der höchste Punkt. Kartografieren. Wir sind jetzt auf 91 Meter Höhe. Und können da... Wow. Okay. Das war höher, als ich dachte. Obsidian-Ablagerung. Da hinten sind Steine, Hörbchen, die Kurzohr-Kollegen. Fajor, okay. Obsidian. Orangen, die haben wir schon gesehen. Da ist unser Lager. Okay. Da ist der Angelplatz. Kokosnusspalmen haben wir auch schon gesehen. Die Datteln haben wir auch gefunden. Da sind lange Stöcke. Okay, ja, das haben wir auch gefunden. Ja, okay. Das ist das Gebiet, was wir jetzt schon kennen. Das haben wir jetzt gerade erforscht. Zusätzlich mit, ich glaube, dem Gebiet hier so ein bisschen. Gut, dann wieder runter. Unser Feuerchen brennt zum Glück noch. Ja komm, renn. Brich dir nicht die Haxen dabei, aber renn so gut du kannst, so schnell du kannst. So. Unser Schakalfreund ist zum Glück auch... Ist zum Glück auch noch tot. Das heißt, da passiert uns auch jetzt nichts. Im Sinne von kämpfen. Schön hier ganz vorsichtig runter. So. So, wir müssen uns eine Angel machen. Das ist das Problem. So. Ich fände es voll okay, wenn man Wildhühner und Wildschweine fangen könnte für hier Vermehrung und Fleisch und so. Für Essen halt. Wenn man dann kultivieren könnte, die Palmen und so, wie bei Green Hell. Ja. Das finde ich noch cool, aber ich glaube, das kann man hier nicht, weil es mehr als Story-Game ist, als dass man einfach hier rumpimmelt und sich eine Base baut. Aber vielleicht kommt das ja noch, das kann ja auch sein. Green Hell hatte das ja auch nicht von Anfang an. So, hallo, Fröschis wollte ich schon sagen. Hallo Viechis. Hallo Feuer! Ich habe ganz viele Bananen für dich.
Und die braten wir jetzt aber 40 Minuten hinweg. Dann habe ich noch... Ach, es müssen 3 sein. Oh, okay. Mehr habe ich nicht, ne? Nö, brauche ich auch nicht. Das will ich mir nochmal herstellen. Na gut. Holzkohle brauche ich auch nochmal wieder. Dankeschön. Heilungen habe ich ja schon gemacht. Verbesserungen brauche ich halt diesen Topf für. Elf Rezepte freischalten. Das ist schon ziemlich krass. Dafür brauche ich immer noch einen Ast. Hier habe ich alles, ne? Das ist, was ich so großartig. Ja. Waffenslot brauche ich gerade nicht. Ich könnte natürlich mir noch einen Bogen craften, aber. Geringe Genauigkeit verbraucht schnell Ausdauer. Schwacher Bogen. Holt mich jetzt nämlich ehrlich gesagt auch nicht ab. So. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und in der nächsten Folge werden wir mal. Ja. Was werden wir denn dann mal? Zurück zum alten Lager vielleicht? Hier zurück zum alten Lager am Strand entlang. Die Sachen holen. Und dann. Also unsere Sachen ein bisschen holen. Und dann vielleicht hier zum Observatorium oder was das ist. Oder hierhin, interessanter Ort. Da einmal so eine Rundreise machen. Und dann das nächste Mal weiter hierher. Dann können wir nämlich nochmal gucken, was hier mit den Schildkröten ist, die irgendwo sind. Hier sind die. Vielleicht auch noch hier. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Hier geht auch eine Straße lang. Voll cool. Ich glaube, hier so... Irgendwo hier hin. Wir wissen ja, dass hier eine Straße ist. Die geht ja hier komplett. So. Aber erstmal danke fürs... Toll. Danke, Feuer. Danke für deine Hilfe, Feuer. Ja, wir schlafen mal. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.